Hallo Freunde des gepflegten Spielzeugsammelns, ich bin der Sepp von PlanetEternia.de und heute packen wir Skeletors Kampfleopard aus Panthor. Ja, die violette Kampfkatze, die hat's mir schon seit der Kindheit angetan. Ich meine, Battle Cat ist natürlich ein zeitloser Klassiker, aber hier, mein alter Panthor, überhaupt nicht mehr taufrisch, den muss ich auch mal wieder ein bisschen sauber putzen, aber da ist auch schon einiges weggewetzt. Ich fand diese Farbkombi immer cool, dieses Violett mit den grünen Augen und dann auch dieser grünliche Sattel. Ja, das hat es mir schon immer angetan, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich den jetzt da habe. Auf den habe ich durchaus schon Bock gehabt. Bei Smith Toys gab es den dieses Mal. Es ist teilweise wirklich nicht feierlich. Es ist einfach unfassbar schwierig, diese Toyline komplett zu sammeln, wenn man einfach nur irgendwo sich nicht verrückt machen will oder nicht nonstop online irgendwo tätig sein will, sondern einfach irgendwo in einem Shop oder Laden, die zu ganz normalen Preisen bestellen möchte. Ist tatsächlich eine schwierige Kiste. Den gab es auch bei Smith wieder in relativ kleiner Menge und dann war er sofort wieder weg. Höchstwahrscheinlich kriegen wir im Laufe des Jahres nochmal größere Mengen, bei diversen Händlern auch zu humanen Preisen und auch im Laden hoffentlich. Müller hat ja zum Beispiel die Wave 3 überraschend gehabt Ende letzten Jahres. Schauen wir mal. Also ich finde das nach wie vor sehr schwierig und ich gebe da einfach auch Mattel die Schuld, dass sie die Sachen nicht so in den Mengen anliefern, wie der Markt gedeckt werden kann. Der Markt, das sind momentan einfach wir erwachsenen Sammler, die natürlich sofort auf die Sachen abgehen, aber es ist einfach unglaublich, wie schwierig es manchmal ist, irgendetwas zu kriegen, wenn man nicht nonstop online ist. Genug des Rants, Panthor. Ich muss hier sagen, ich habe ein bisschen geschummelt. Dieser Panthor war schon ausgepackt von mir vorher, denn ich habe dieses Video schon mal gemacht, habe da schöne neue Einstellungen probiert. Der Fokus hat wunderbar geklappt und dafür wurde es wirklich im Sekundentakt hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Blöd gelaufen. Zum Glück konnte ich den jetzt nochmal in die Box machen. Die ganzen Haltebänder sind ab. Aber das Schöne ist ja, das habe ich schon mal bei Battle Cat gesagt, die Box ist wieder verschließbar. Das gefällt mir richtig gut dran, denn die Box ist mega genial. Ah, das gefällt mir so gut. Ist natürlich auch wieder sehr nostalgisch angehaucht. Hier, das Artwork. Ganz im Stil des Vintage Artworks. Skeletor auf Panthor am Reiten. Und das Besondere dabei ist aber nicht nur dieses Artwork selbst, sondern auch hier, das Logo hat einen sehr schönen Glanz, ist auch so ein bisschen nach außen geprägt. Das sieht man jetzt im Video gar nicht so gut, aber das hier ist alles matt und das ist glänzend geprägt. Geile Sache und besonders geil am Artwork. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Wie gesagt, der Fokus ist immer das Problem, aber hier, Skeletor bereitet sich scheinbar auf den Kampf vor und dann kommen He-Man auf Battle Cat und Teela auf ihrem Einhorn, das aus den allerersten Minicomics der 80er Jahre stammt. Die kommen da angeritten und hinten Castle Grayskull mit dem Geist von Castle Grayskull auch noch drüber schwebend. Finde ich geil. Auch ansonsten die Seitenlaschen. Hier haben wir ein paar kleine Kreaturen. Und hier Fisto. Unser erster Blick auf Fisto. Ich meine, klar, den werden wir in dieser Toyline bekommen. Wir wissen noch nicht genau, wie er aussieht, aber schön, dass er da zu sehen ist. Und dann noch ein weiterer Krieger, eine Art Zentaurenkrieger. Den haben wir nicht als Figur bekommen, aber das war eines der Designs in der Anfangszeit der Masters of the Universe, das dann einfach verworfen wurde aus Designgründen, Kostengründen, wie auch immer. Der wurde halt nicht produziert, aber war tatsächlich mal als Entwurf geplant. Anyway, ihr seht es wieder, EU-Verpackung, also weniger Texte und Hinweise als sonst, kein U421-Logo dabei, kein Untertitel, blöde Sache. Mir persönlich nicht so wichtig, aber es gibt ja viele Sammler, die das mit vollen Texten haben wollen. Und die Rückseite. Ich schwenke die Box immer ein bisschen, damit das nicht nonstop überall an der gleichen Stelle blendet. Aber Cross-Cell Artwork wieder, die Wave 3 Figuren, zu der zähle ich Panthor im Übrigen, zu Wave 3. Und dann noch Battle Armor He-Man, Battle Armor Skeletor Deluxe Figuren, wie üblich die Actionbilder mit dem Sattel, der abgemacht werden kann und wieder aufgesetzt werden kann. Ist ein bisschen witzlos, aber mein, es ist halt drauf, es ist nostalgisch. Besonders cool ist dieses Rückseitenmotiv. Ich hoffe, ihr seht es jetzt gut. Wenn nicht, dann verzeiht mir. Wir haben ja auch ein First Look Video von Michael online, da kann man das nochmal sehen.
Aber dieses sehr geile Artwork von Axel Jimenez, das basiert auf dem Vintage-Geschenkset Battle Armor Skeletor plus Panther. Die Figuren waren da beide miteinander verpackt in diesem amerikanischen Geschenkset. Darauf basiert die Pose. Und auch hier gibt es eine Glanzlackierung bei Panther und Battle Armor Skeletor selbst. Der Rest ist matt und im Hintergrund eben Battle Armor He-Man mit Battle Cat und Man at Arms wieder unterwegs. Ah, das ist schon geil. Finde ich schon genial. Also diese Boxarts, großartig. Und dann kommen wir zum Auspacken schon. So. Man muss den Nippel durch die Lasche ziehen, beziehungsweise die Lasche aus der Schachtel heraus. Und dann kommt das. Beim ersten Auspacken war das ein ziemliches Gefummel für mich. Ich will die Schachtel ja nicht kaputt machen. Dementsprechend bin ich da ein bisschen vorsichtiger gewesen. Trotzdem habe ich einen kleinen Riss in einer Lasche drin. Aber Panther mit rotem Hintergrund, war damals bei den Bösewichtern so gemacht, ist mit 1000 Haltebändern festgemacht gewesen. Sieht eigentlich auch ganz gut aus, trotz der Haltebänder. Die sind für mich nicht zu auffällig gewesen. Aber ihr seht es schon, wenn man den auspacken möchte und dann wieder in die Box zurückmachen will, funktioniert. So, sehen wir hier direkt den Unterschied. Und wie bei Battle Cat kann das Auge hier täuschen. Panther sieht deutlich größer aus, dafür sieht die alte Version länger aus. Das liegt aber an der Pose. Der alte Panther ist eben sehr langgezogen gelaufen. Dementsprechend geht der Körper natürlich runter und die Beine gehen auseinander. Wenn man das bei diesem Panther auch machen könnte, dann würde der auch deutlich länger werden. Aber man kann diese Pose nicht machen, weil Panther ist zwar voll beweglich für Moto Origins Verhältnisse, aber er hat keine Gelenke an den Tatzen. Und dadurch ist das Problem halt, dass das dann so aussieht, wenn man den irgendwo anders bewegen möchte. Ich meine hier, in dem Sinne Kniegelenke, doppelt drehbarer Schwanz, also kippen, drehen, alles kein Problem, die Läufe gehen, das Gelenk ist auch doppelt beweglich, genauso hier die Vordertatze, also grundlegend, hier mal wegmachen, grundlegend hat Mattel hier schon einiges gemacht. Aber trotzdem, die Beine geben einfach nicht so viel her für zahlreiche Posen. Das ist einfach schwierig. Der Hinterlauf hat halt auch irgendwann seine Grenze erreicht. Der Vorderlauf hängt dann irgendwo in der Luft. Und das ungefähr ist dann so das Maximalste, was ich aus der alten Pose irgendwo replizieren könnte. Nicht gerade ideal. Panther ist leider verhältnismäßig steif, beziehungsweise Panther und Battle Cat sind verhältnismäßig steif dafür, dass sie so viele Gelenke haben. Das war bei den Moto Classics etwas besser umgesetzt. Da leiern die Gelenke zwar auch irgendwann aus, aber es war von der Grundkonzeption her gar nicht so verkehrt gewesen, was die da gemacht haben. Die Front. Ich finde den Kopf toll. Jetzt muss man dazu sagen, der Kopf ist genau derselbe wie bei Battle Cat. Den mal herholen, die Maske abmachen. Absolut deckungsgleich, wie in den 80ern, keine Unterschiede. Bei den Moto Classics hat er damals einen neuen Kopf bekommen, sogar einen extra Helm. Aber hier alles exakt dasselbe. Der Sattel unverändert, der Kopf unverändert, nur die Farbgebung bzw. die Bemalung ist anders. Und da finde ich, die Augen von Panther sind deutlich besser bemalt als die von Battle Cat. Battle Cat hat natürlich den Vorteil, die cartoonartigen Augen auf dem Helm jetzt drauf zu haben. Aber hier, ich finde die gelben Augen bei Panther, die sehen schon geil aus. Und tatsächlich finde ich auch, dass er dadurch etwas anders aussieht als Battle Cat. Natürlich auch mit der lackierten Nase und so weiter. Vielleicht nur mein Gefühl, aber ich finde das so. Und auch hier, das ist das Schöne an der Beweglichkeit. Der Kopf, nach oben und unten beweglich. Auch seitlich beweglich und der Kiefer geht auf und zu. Finde ich gut. Also Kopfbeweglichkeit absolut top. Wunderbare Weiterentwicklung. Der Schwanz ist auch vollkommen okay, nur die Beine problematisch. Ja, was fällt euch auf? Keine Beflockung.
das ganz große Thema im Fandom bei Panther. Ich muss jetzt sagen, durch die Fellstruktur, die der hier hat, ist mir das mit der Beflockung gar nicht mal so negativ aufgefallen. Ich mag den tatsächlich unbeflockt, auch je nachdem, wie gut er insgesamt umgesetzt ist. Aber natürlich, gerade Nostalgiker werden sagen, oh, ich wollte da doch eine Beflockung. Das war die Besonderheit im Unterschied zu Battlecat. Und tatsächlich muss man sagen, wenn man die Farben außer Acht lässt, dann ist Panther halt eben wieder Battlecat, nur mit einem Teil weniger, nämlich ohne Helm. Den vielleicht noch in Grün irgendwo dabei gelegt. Ich hätte das als netten Bonus empfunden. Andere hätten wieder gesagt, ist unnötig. Aber die Beflockung wäre natürlich hier der große Unterschied gewesen, um Panther hervorzuheben. Auch ein bisschen anderer Sattel vielleicht. Und da muss ich auch sagen, auch hier wieder der Sattelknauf hier hinten. Die Details, die sind sehr schwammig gemacht. Das war deutlich schärfer in den 80er Jahren gemacht. Da war das hier richtig schön konturiert. Ist hier leider, genauso wie bei Battlecat, nicht so gut geworden in der Produktion. Der Sattel lässt sich abnehmen. Ich lasse den jetzt einfach mal dran, weil ich glaube, so viel Fantasie habt ihr, oder? Ja. Ach egal, machen wir ihn doch ab. Hey. Scheiß auf die Fantasie. Hier, ohne Sattel. So sieht er aus. Wenn man ihn also quasi nackert haben möchte, kann man ihn so auch hinstellen. Geht der Sattel genauso wie in den 80ern gemacht. Ich bin immer noch gespannt, ob das Ding über die Jahre genauso Probleme kriegt wie in den 80ern, dass dann irgendwann der Noppen abgehen sollte. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das mal ein Problem wird bei den Origins-Sachen, die ausgepackt sind, dass da auch manches kaputt geht. Da hätte man vielleicht einen anderen Verschluss machen können, aber funktioniert einwandfrei. Der Riemen ist draufzusetzen, ohne Probleme. Schon ist er wieder angezogen. Kein Ding. Figuren können drauf sitzen. So, hier haben wir Skeletor. Trotz Lendenschutz sitzt der wirklich fest. Hier. Da wackelt nichts, gar nichts. Der sitzt absolut top fest drauf. Natürlich wird der Lendenschutz ein bisschen eingequetscht, aber in den 80ern ist der meistens dann an der Hose ein bisschen hochgerutscht oder so. Und die Figur saß auch nicht so fest. Das ist hier schon besser gemacht. Deutlich besser, was den Sitz vom Sattel betrifft. Jetzt bin ich aber jemand, der meistens die Reittiere nicht mit den Standardfiguren versieht, sondern mit den Battle Armor Versionen. Der hat natürlich jetzt hier keinen Lendenschutz, aber er sitzt genauso feste drauf. Und das ist wirklich mein, bei den Amis würde man sagen, Default Look. Also das ist so mein Standard Look, kurioserweise fast immer, dass auf Panther Battle Armor Skeletor sitzt und Schwert weg, auf Battlecat Battle Armor He-Man sitzen muss. Das triggert mich dann schon nostalgisch, muss ich sagen. Und deswegen auch, wenn jetzt die beiden Figuren hier in einem Doppelpack erschienen wären, da wäre ich ziemlich weggeflasht gewesen. Aber Panther selbst, ja, der ist halt dabei. Der gehört natürlich irgendwo dazu. Für mich muss eine Toyline so gut wie immer eine Panther dabei haben, so wie immer ein Battlecat dazu gehört. Aber die Beflockung, die fehlt einfach. Diese Besonderheit, die fehlt hier wirklich und es ist halt umso tragischer. Es wird ja eine beflockte Version von Panther geben, aber als Walmart-Exclusive. Jetzt ist der Vorteil, so gut wie jeder deutsche Online-Händler bietet Panther an. In beflockter Version zur Vorbestellung, aber für richtig, richtig, richtig viel Geld. Ja, es kostet keine 100 Euro, aber trotzdem, Panther kostet in der beflockten Version deutlich, deutlich mehr als der normale. Und das ist schade dran, weil ein bisschen Fell drauf zu machen, ich finde, das ist nicht so viel teurer, dass man da zu Buche schlagen muss. Also da verdienen Walmart und Mattel scheinbar schon einiges mehr dran. Und mir wäre es ehrlich gesagt lieber gewesen, sie hätten die Standardversion einfach in beflockt gebracht und dann hätten sie eine Variante unbeflockt gemacht, aber dafür mit grünlichem Battlecat-Helm als Special-Bonus. Warum nicht? Dann hätten die Hardcore-Sammler natürlich sagen können, boah, das ist eine interessante Variante, hole ich mir auch noch dazu. Aber die ganz vielen Casual-Fans, die einfach sagen, ich möchte nur die Sachen haben wie in den 80ern, die würden dann nicht in die Röhre schauen, weil der nicht beflockt ist. Es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, so wie ich finde den unbeflockt eigentlich auch okay,
aber es ist einfach nicht so spektakulär jetzt. Ja, mehr bleibt mir dabei auch nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte gebt ein Like oder abonniert uns sogar. Das ist ganz toll und abonniert unseren Kanal für die ganz vielen Videos, die wir bringen. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.